An diesem Projekt hängt die Zukunft einer ganzen Wirtschaftsnation. Saudi-Arabien will den Ölkonzern Aramco an die Börse bringen und sagenhafte 100 Milliarden US-Dollar einnehmen. Doch ein Jahr vor dem avisierten Starttermin hakt es. Der Mann, den alle nur MBS nennen, beharrt darauf, es läuft alles nach Plan. Es ist Mohammed bin Salman, Kronprinz und faktisch der mächtigste Mann in Saudi-Arabien. Er spricht über den Börsengang des Ölgiganten Saudi Aramco mit angepeilten 100 Milliarden US-Dollar, 85 Milliarden Euro, wäre es der größte der Welt. Und da im absolutistischen Königreich alles miteinander zusammenhängt, geht es dabei um mehr als nur einen Haufen Geld. Der Börsengang spielt eine Schlüsselrolle für den Umbau der saudi-arabischen Wirtschaft. Noch im Jahr 2018 sollen Anteile verkauft werden, so will es MBS. Doch bei dem Megaprojekt sind immer noch viele Fragen offen. Die Gerüchteküche brodelt. Und die Welt um Saudi-Arabien verändert sich. Denn das Zeitalter des Öls geht zu Ende. Marken wie Tesla sind cool, große Autobauer wollen weg vom Verbrennungsmotor. Obwohl sich der Wandel lange angedeutet hatte, ruhten sich die Saudis jahrzehntelang auf einem Billionenberg von Öleinnahmen aus. Bis sie 2016 die Vision 2030 vorstellten, um das Land unabhängiger vom Öl zu machen. Saudi-Arabien soll ein moderner Wirtschaftsstandort werden, seinen Markt für ausländische Investoren öffnen und auf neue Technologien setzen. Das kostet viel Geld der Investmentfonds, mit dem auch die Zukunftsstadt Neom im Nordwesten des Landes aufgebaut werden soll umgerechnet etwa 1,7 Billionen Euro Umfang erreichen, das entspricht etwa der Wirtschaftsleistung von Italien. Das ist selbst für eines der reichsten Länder der Welt eine Hausnummer. Auch deshalb ist der Börsengang von Saudi Aramco ein Grundpfeiler der Vision 2030. Er soll so viel Geld in die Kasse spülen, dass Riad in andere Wirtschaftszweige investieren kann. Anfang 2016 hatte das Königreich angekündigt, 5% seiner nationalen Ölfirma verkaufen zu wollen und damit international Aufsehen erregt. Der Thronfolger taxierte die Staatsfirma auf einen Wert von 2 Billionen Dollar. Oliver Röms, der Geschäftsführer der deutschen Außenhandelskammer in Riad, sagt: Mohammed bin Salman hat den Börsengang zur Chefsache gemacht, als eines seiner Schlüsselprojekte. Dementsprechend hoch ist aber auch die Fallhöhe. Mit der eingeplanten Summe von 100 Milliarden Dollar wäre der Börsengang von Saudi Aramco viermal so teuer wie der bislang größte Anteilsverkauf, jener des chinesischen Internetkonzerns Alibaba 2014. Nicht genug, dass das Projekt Aramco schon angesichts des Volumens schwierig ist. Obendrein prallen Welten zwischen den Wirtschaftssystemen aufeinander. Denn die Aramco-Aktien sollen nicht nur an der Tadawul, der Börse in Riad, sondern auch international verkauft werden. New York, London, Hongkong und Tokio werden genannt. Die Scheichs in der Wüste.